Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Nerds. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So. Was könnten wir tun? Wir haben 6600. Ich würde gern mal wieder ein bisschen was kaufen. Die müssen alle arbeiten heute. Richtig. Jenny auch. Nein, Jenny hat frei heute. Sehr schön. Aber die schläft ja sowieso noch. Wir lassen die jetzt noch ein bisschen ausschlafen. So viel zu dem Thema, dann geh halt erst aufs Klo und dann geh duschen. Die müssen alle arbeiten gehen. Ich finde, die müssen gar nicht so große Laune haben zum Arbeiten gehen. So geht's auch. Ja, passt schon. Geht gerade voll langsam, habe ich das Gefühl, obwohl ich es auf schnell stehen habe. Okay, jetzt gehen alle arbeiten. Huch. Das war ein Bug. So. Jenny. Mach mal dein Essen weiter. Ich will nicht, dass das verbrennt. Wieder lecker, lecker. Fernseher schon wieder an. Jedes Mal, wenn Jenny kocht, ist der Fernseher an. Hat es irgendwas zu bedeuten? Wir wissen es nicht. Komm, schwärzt die Kollegin an. Verbesserung. Vertretung finden. Verschlechterung, schade. Okay, komm, wir spielen jetzt erstmal eine Runde Schach. Dann haben wir die Tagesaufgabe zumindest fertig. Müssen wir ja bloß eine Stunde durchhalten, dann passt das. Weil wäre schon cool, wenn dieser so ein bisschen viel verdienen würde, so 4.000, 5.000 am Tag. Okay, nun gut, soll mir recht sein. Bin jetzt am Überlegen. Ob ich irgendwie, ich würde gerne die Zimmer ein bisschen größer machen. Dass jeder so sein eigenes schönes Schlafzimmer hat. Aber wir haben nicht genug Geld dafür. Yay, Jenny hat Logikfähigkeit und müsste eigentlich jetzt fertig sein. Ja, perfekt. Okay, komm, Jenny, du darfst jetzt. Nee, du malst einfach. Du malst, das gibt am meisten Geld. Surreal. Großes, komm. Mal ein großes Bild. Du hast immerhin die Fähigkeit. Fähigkeit 7. Da muss ja was Gescheites dabei rauskommen, ne? Ja. Ja. Okay, die Jungs sind zu Hause. Wieder keiner befördert worden. Das war nicht das, was ich eindrücken wollte. Duschen, essen, spielen, duschen, duschen und essen. Jenny malt noch ein bisschen weiter. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, ist eigentlich ganz hübsch. Bringt jetzt nicht so viel ein, aber kann man verkaufen. Ja, kann man verkaufen. Okay, komm, nee, Jenny darf sich noch nicht schlafen legen. Ah, komm, schreiben üben. Komm, du schreibst auch mal ein bisschen was. Okay, nee, warte, 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 warte. Hier so Kinderbuch schreiben. Du willst was essen, kann ich verstehen. Ja, passt schon. Du gehst duschen. So, dann geh was essen.
Jetzt haben die den Kühlschrank echt kaputt gemacht. Wahnsinn. Oh, wie sie sich lieb haben. Süß. Dumme, wie sieht's bei dir aus? Komm. Auf zu zocken. Toilette, duschen, essen. In der Reihenfolge, bitte. Schreiben Fähigkeit 2. Okay. Toilette, essen, schlafen kannst du danach. Mariandos. Du schreibst einfach weiter. Komm, du darfst auch mal was schreiben. Auch ein Kinderbuch. Ja. Ich beobachte jetzt einfach bloß mal die zwei. Ach, der hat noch gar keine Schreibfähigkeit gehabt. Das Buch wird bestimmt ganz toll. So, Dome geht pennen. Alex. Jo, mach was du willst. So, Jenny. Die muss schlafen, verdammt. Okay, dann gehst du schlafen. Yay! Mariandos hat ein Buch fertig geschrieben. Das veröffentlichen wir gleich mal. Veröffentlichen hier. Mal gucken, ob wir dafür Geld bekommen. So, du gehst was zum Essen machen. Nee, essen. Nicht schlafen. Essen, genau, essen. So ist brav. Der Fernseher ist auch kaputt. Oh, Leute. Alex, auch was essen? Nein? Gut. Doch. Muss er was kochen? Mal gucken, ob alles anbrennt. Ess doch auch dein Essen, was du dir kochst. Ich verstehe dich nicht. So, danach gehst du duschen und danach haust du dich ins Bett. Nicht auf die Couch. Was? Ach, Jandos, das ist das falsche Bett. Pass auf, sonst schleicht sich Alex noch mit rein. Du brauchst keinen Kaffee. Du tust dich jetzt selbst veröffentlichen. Und dann gehst du da ins Bett. Und du gehst da ins Bett. Und nicht auf die Couch. Los, Leute, das muss doch klappen. So, haut euch einfach mal hin. Genießt die Ruhe. So muss es sein. Och, Erik. Bleib doch im Bett liegen. Och, Dome. Bleib doch im Bett liegen. Aber die haben ja heute eh alle frei. Und gleich wieder suchten. Ja, dann suchte aber hier Buch schreiben. Nee. Kann programmieren üben. Nein, komm, du darfst auch ein Buch schreiben. So, du schreibst dann auch gleich ein Buch. Ein Kinderbuch. Name des Buches. Oh, da habe ich die ganz. So. Gut,
du darfst jetzt trotzdem schreiben. Schreiben, gehen, Kinderbuch. So. So. Der. Wunderbar, so ein bisschen, ne? Muss man ja so. Das sind ja Kinderbücher, ne? So. So, die schreiben jetzt und die anderen pennen noch. Okay, gut. Na, der wird gleich aufstehen, weil er pinkeln muss. Ah, noch sitzt er. Okay, wir haben ja aber schon zwei Bücher veröffentlicht. Mal gucken, was die heute bringen. Dürft ja schon ein bisschen Geld einbringen. Ich glaube, so 35 bestimmt, ne? So, Jenny. Du gehst jetzt, du kochst jetzt, du machst jetzt Hardcore kochen. Nein. Komm. Komm, Frühstück servieren. Armer Ritter. Nein, Mariando ist böse. Du, doch, warte mal. Schnellmahlzeit, Cerealien. Da, die darfst du dir mal nehmen. Schreibfähigkeit verbessert, sehr schön. Guck doch mal. 6 und 4, also 10 haben wir. Nein, nein, hör doch auf. Oh, was ist mit Jenny los? Sie niest ins Essen, das kann doch nicht wahr sein. Das kann sie doch nicht machen. Errungenschaft. Jenny hat die Level 10 erreicht. Oh, super. Und dann niest sie noch ins Essen? Kochen im Rampenlicht. Ah, die hat's drauf, ne? Komm, lass deine Zerrie. Na gut. Ausnahmsweise. Das schieben wir hier rüber in den Kühlschrank. Wie sieht's mit dir aus, Alex? Naja, solange noch. Sie haben ja heute frei. Sie können heute so lange wach bleiben, wie sie wollen. So, du darfst dann auch noch ein bisschen Schreiben üben. Oh, ich kann Kurzgeschichten schreiben. Jetzt wird in einem Inventar. So, Doma hat seins schon fertig. Sehr schön. Der kann dann was essen gehen. So, Jenny, wie sieht's bei dir aus? Du darfst auch Schreiben üben, komm. Schreiben üben. Hier ist zu kurz. Eine Kurzgeschichte, ne? Epi, Erik ist auch fertig. Dann kannst du auch was essen. Du hast ja auch Hunger, ne? Achso, wir müssen die Sachen ja noch veröffentlichen. Wieso kocht ihr denn? Die Jenny hat doch so tolle arme Ritter gemacht. Die sehen so lecker aus. Okay, Bracalone ist auch fertig. Aber der darf jetzt zuerst veröffentlichen. So. Und dann darf er was essen. So. Was macht er hier? Ach so, die Kurzgeschichte, genau. Du hast nichts im Inventar, nein. Okay, du darfst dann auch gleich mal ein bisschen Schreiben üben. So. Dumme, du sollst doch was essen. Was ist mit dir los? Bist du dumm? Hör auf, dich mit dem Erik zu unterhalten und ess was. Essen.
Also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der ist zwar jetzt, aber im Stehen, warum? Du darfst jetzt ein bisschen spielen. Und Erik veröffentlicht sich selbst. Der Dome geht mir gerade voll auf die Keks, ne? So. Dann sich selbst veröffentlichen. Yay! Fähigkeit Level 3. So, was machst du? Nein, du darfst wieder ein bisschen Schreiben üben. Sehr schön, der ist schon Level 4. Level 3. Komm, dann darfst du dich auch wieder selbst veröffentlichen. Sehr schön, das tun, machen wir gleich. Dann haben wir gleich viel Geld. So. Gut. Dann Toilette. Nee, Essen. Was? Wieso? Was ist denn mit dem los? Ganz ehrlich, ich mache diese Option hier. Das mache ich wieder weg. So. Der kleine Alex hat's auch gesch. Wo ist der eigentlich? Ach, der ist unter der Dusche, okay. Los, freundet euch wieder, einen Tag verschönern. Kompliment machen. Nach Lieblingsautor fragen. So. Komm, Alex, du darfst jetzt ein bisschen hier reparieren. So. Marianne, du brauchst ein bisschen Spaß, den werden wir dir geben. Wie sieht's mit dir aus? Bei dir ist alles im grünen Bereich, also kannst du eigentlich noch ein bisschen Programmieren üben. Und Alex, du eigentlich auch, ne? So, nee, nicht schreiben, sondern auch Programmieren üben. Du bist noch am Schreiben. Nee, du übst Schreiben. Dann darfst du aber jetzt auch Programmieren üben. Dass ihr alle wieder ein bisschen programmiert. Kommt halt auf zu quatschen. Ich weiß, ihr seid gute Freunde, aber muss jetzt nicht sein. Charisma-Fähigkeit, sehr schön. Jenny, was ist mit dir los? Nichts. Die spielt einfach bloß. Okay, sie hat Kochen auf Level 10, das finde ich super. Als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns mal um das Malen. Nach Vorlage malen. Ein großes. So, Programmieren üben, kann er gleich weitermachen. Das ist blöd, weil hier gibt es nicht so viele schöne. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig tolle Idee. Und zwar gehe ich jetzt ins Baumenü. Baumenü.
Auch hier eine kleine Tür ein. Ja, den Zaun können wir nehmen. Was? Nee. Hallo? Hier. So. Was für einen Boden nehmen wir? Wir nehmen. Der ist schön. So. Dann hätte ich vielleicht noch gerne. Ist so spaßeshalber, ne? Apparate. So ein Grill. Ist doch gar nicht so schlecht, ne? Eine Oberfläche. So. Könnte ein bisschen gefährlich sein mit dem Grill. Ja, genau so wollte ich das haben. Absolut. Genau so und nicht anders da. So. So. Ach ja, richtig. Nee, so geht's nicht. Ja Gott, dann lassen wir das so und stellen den Grill so hin. Und dann hätte ich gerne noch ein paar gescheite Stühle, Komfortstühle. So für draußen. Gibt's keine schönen Stühle für draußen. Okay, dann nehmen wir trotzdem die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Ich glaube, da müssen wir noch zwei raus. Nicht, dass die auf die Idee kommen, hier irgendwie was anzufackeln. So. Und das hier wollte ich eigentlich. Hier so hinstellen. So. Wunderbar. Jetzt haben wir zwar ein bisschen Geld ausgegeben, 5000 um genau zu sein. Nein, dich will ich gar nicht. Hier. Nach Vorlage malen. Nein, das sollst du nicht. Du sollst nach Vorlage malen. Ein großes Gemälde, bitte. So. Was haben wir denn hier für? Guck mal, der Baum, der ist doch richtig schön. Als Vorlage ist der doch schön. Ah, komm, nehmen wir. Wunderbar. So, die sind hier noch fleißig am Tun und Werkeln. So, ich muss mal durchgucken. Der ist gesund und munter. Der pennt in meinem Bett wieder. Nee, halt in seinem. Entschuldigung, Alex. Dann spiel aber mal ein bisschen was. So. Der ist fit. Die ist fit. Der ist fit. Der ist fit. Der ist fit. Wunderbar. Was macht er hier? Die Zuflucht spielen. Du sollst nicht mehr spielen. Du sollst programmieren üben. Genau. So, gut. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Bewerten nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.